zum Wort gemeldet hat. Erster Redner dazu ist von der ÖVP Gabriel Obernosterer. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Galerie und zu Hause vor den Fernsehschirmen, wie gesagt, vom Innenausschuss ist dieses Thema Tagesordnungspunkt 10. Es geht um einen Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen und Tschechischen Republik. Und zwar geht es um die Grenze, diese drei Länder, Grenzpunkt Dajamarch, der jetzt beweglich ist. Und zwar ist dieser Grenzpunkt inmitten der March und damit auch beweglich. Man hat sich geeinigt, dass es eine unbewegliche Grenze werden sollte oder sein sollte. Das liegt jetzt zur Beschlussfassung vor. Es braucht dafür eine Verfassungsmehrheit. Und damit das auch rechtlich noch in Ordnung geht, muss auch das Bundesland Niederösterreich diesem Gesetz zustimmen. Weiters zu Tagesordnungspunkt 11. Es ist ein Vertrag, und zwar zwischen der Republik Österreich und der Tschechischen Republik. Es geht um die vertiefte und bessere Zusammenarbeit mit der Polizei. Wir wissen, es muss den Gegebenheiten angepasst werden, schon aufgrund der Grenzkontrollen, die man gemeinsam machen könnte, dieser Internet-Datenaustausch im Netz und die Hilfestellung und die verkürzte Abwicklung von Strafsachen, die in diesen beiden Ländern stattfinden. Und bitte dafür um die Zustimmung. Danke vielmals.